Ja, ja. Meine Traumvision entsprach der Wahrheit. Ihr seid es, die die Herrin sucht. Wenn ihr bereit seid, wird euch der nahegelegene Wagen dorthin bringen, wo ihr hin müsst. Ich habe den Brief überbracht, doch ich durfte ihn nicht lesen. Verratet ihr mir, welche Einblicke euch die Grauensherrin gewährt hat? Ihr könnt mir vertrauen, ich bin schließlich ihr Prophet. Sprecht nicht so laut. Nicht einmal ihr Prophet darf den Namen der Grauensherrin bei Plaudereien verwenden. Man weiß nie, wer zuhören könnte. Aber ja, das ist einer der Namen, die meine Herrin benutzt. Also, bitte sagt mir, was sie euch offenbart hat. Die Grauensherrin spricht durch Träume und Visionen mit ihrem Propheten. Doch für diese Aufgabe ist sie mir fleischlich erschienen. Sie gab mir diesen Brief und trug mir auch auf, die Nachricht der Person aus meiner Vision selbst zu überbringen. Verratet ihr mir, was in dieser Nachricht stand? So soll das also laufen. Für all meinen Ärger kriege ich nur den Dank der auserkorenen Sterblichen der Grauensherrin. Na schön, ich kann damit leben, wenn ich muss. Ihr kümmert euch lieber um die Angelegenheiten meiner Herrin. Ich würde es hassen, wenn ihr sie enttäuscht. Interesse hat ein Dagon-Kult an diesem Ort, Flo. Tut euer Schlimmstes, Dremora. Ich sage euch gar nichts. Ich werde das Wissen aus euch heraus. Verdammt. Sterbliche sind einfach zu zerbrechlich. Ich spüre... ja, die Sterbliche, nach der ich geschickt habe. Und keinen Augenblick zu früh. Gut. Ich habe versucht, diesem Kultisten von Merunes Dagon Informationen zu entlocken. Ich war vielleicht etwas zu enthusiastisch, aber das war seine eigene Schuld. Genau genommen bin ich eine Dremora. Aber ja, meine Ursprünge sind dätrisch. Ich bin den Umtrieben dieser Anhänger von Merunes Dagon nachgegangen, als ich auf ein Hindernis stieß. Es schmerzt mich, es zugeben zu müssen, doch hier ist das Wirken einer Sterblichen gefragt. Ich brauche Unterstützung. Ein kaiserliches Versteck liegt jenseits dieser Geheimtür. Leider ist der Eingang durch einen Schutzzauber gesichert, der jeden, einschließlich meiner Art, daran hindert, dort hineinzugelangen. Ich brauche eine fähige Sterbliche, die den Schutzzauber bricht, damit wir erfahren können, was dort drin versteckt wurde. Nehmt dieses Amulett. Ich habe große Mühen auf mich genommen, um es zu beschaffen. Es sollte euch erlauben, den Schutzzauber zu vernichten und den Weg in die verborgene Anlage zu öffnen. Wir müssen die darin verschlossenen Geheimnisse finden, bevor es die Dagonisten tun. Das Schicksal eurer Welt hängt davon ab. Das Amulett sollte es euch erlauben, den Schutzzauber zu entfernen, damit wir in die verborgene Anlage eindringen können. Ich ließ es eigens nur zu diesem Zweck anfertigen, aber es wirkt ausschließlich für Sterbliche. Macht schnell! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe eine Karte der Kultisten von Merunes Dagon beschafft.
die andeutet, dass ein kaiserliches Versteck darin verborgen ist. Ich will es vor Ihnen erreichen und herausfinden, was Kaiser Leovic für derart wichtig hielt, dass er es vor Sterblichen sowie Daedra verbergen wollte. Geht es bei den Taten der daedrischen Fürsten, wenn sie sich denn in diese Richtung wenden, nicht immer nur um diese ganz besondere Dreckkugel? Die Langhauskaiser haben generationenlang ein Geheimnis bewahrt. Ein Geheimnis, bei dem es um Merunes Dagon geht. Ein Geheimnis, das vor Sterblichen sowie Daedra geschützt wird und bei dem es um den Fürst der Zerstörung geht? Ich glaube nicht, dass es noch viel offensichtlicher sein könnte. Welche Form diese Bedrohung genau haben wird, das ist es, was ich herauszufinden hoffe. Wie außerordentlich engstirnig Sterbliche doch sein können. Wie definiert ihr Böse? Kümmert mich das Leben Sterblicher? Nein. Kümmert euch das Leben der Ameisen, die unter euren Füßen kriechen? Unsere Interessen decken sich in dieser Sache. Das sollte ausreichen. Ich habe die Dagonisten Magie einsetzen sehen, die den Schutzzauber kurzzeitig ausschalten kann. Ihre Macht ist allerdings beschränkt und der Schutzzauber wurde wieder aktiv, bevor ich ihnen folgen konnte. Nur Macht, die der des Amuletts nahe kommt, kann den Schutzzauber ganz zerstören. Nehmt ihr etwa an, ich hätte keinerlei Ressourcen? Dass ich keine Verbindungen sowohl in Mundus als auch im Reich des Vergessens habe? Ich habe euch das Amulett gegeben und es wird seine Arbeit verrichten. Alles andere spielt keine Rolle, kleine Sterbliche. Der Schutzzauber ist tödlich für Daedra. Als Sterbliche ist er für euch völlig harmlos. Er verwehrt euch einfach nur den Zutritt. Außerdem kann das Amulett nur von Sterblichen verwendet werden. Das ist einer der Gründe, warum es den Schutzzauber aufheben kann. Als Sterbliche seid ihr vollkommen immun gegen die tödliche Wirkung des Schutzzaubers. Solange er aber an Ort und Stelle bleibt, hindert er uns beide daran, durch den geschützten Durchgang zu treten. Das ist schließlich seine Hauptaufgabe. Merunes Dagon ist einer der daedrischen Fürsten, der Herren des Reichs des Vergessens. Um genau zu sein, ist er der Fürst von Zerstörung, Revolution und Ambition. Naturkatastrophen sind seine Spezialität. Doch manche betrachten ihn als kaum mehr als einen Gott des Blutvergießens und des Verrats. Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich bin neugierig. Geheimnisse interessieren mich. Wenn sich jemand Sorgen machen sollte, kleine Sterbliche, dann seid ihr es. Wenn ein Kult, der sich einem Gott der Zerstörung verschrieben hat, seltsame Dinge vor eurer Türschwelle anstellt, stehen die Chancen ganz gut, dass euer Haus von Feuer verschlungen, durch Erdbeben verschüttet oder von einer Flut überrollt wird. Und mit euer Haus meine ich ganz Nirn. Ich spüre noch mehr Schutzzauber. Kümmert euch darum. Ich warte hier.